Moin, moin, meine lieben Freunde, willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Valhalla. Wohin der Stein fällt, wird unsere neue Mission sein. Das Schiergemord wird bald beginnen. Hunwald, Elfgar und Herefrith stehen zur Wahl, doch nur einer von ihnen kann zum nächsten Alderman gewählt werden. Ich bin ja mal gespannt, was sich hier noch offenbart. Unser Freund Hunwald ist bereits zweimal ein Attentat nicht zum Opfer gefallen, aber es fanden schon mal zwei Attentate auf ihn statt, um sein Leben zu beenden. Vermutlich aus Angst, dass er dann tatsächlich mal der Alderman dieses Schiers sein wird. Wir werden die Hintermänner-Leute schon herausfinden, wer dahinter steckt. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal diese. Na, scheiße. Wir werden jetzt diesem Schiremond, diese Wahl, erstmal durchstehen und schauen, was hier geschieht. Reden wir mal mit Das Acha. Schiergemot steht kurz bevor. Schiergemutz, ja. Wirst du dabei sein, Evo? Deine Gegenwart wäre uns sehr lieb. Okay, ich nehme an dem Schiergemord teil. Ja, ich bin wirklich sehr neugierig auf dieses Schiergemot. Ich komme mit. Wann beginnt die Abstimmung, Äbtissin? 12 Herren von Linkolne Schier haben bereits ihre Wahl getroffen. Aber es steht unentschieden. 4 Stimmen für jeden Mann. Was? Jetzt obliegt es dir, die Entscheidung zu treffen. Ich? Ja, okay, alles Wir? klar. Auf wessen Befehl? Scheinbar Bischof? hast du das Vertrauen unserer drei Kandidaten gewonnen. Selbst unser Bischof fühlt sich deinem kühnen Geiste verbunden. Wozu würdest du mir raten? Das Leben des neuen Aldermanns wird in Gefahr sein. Das stimmt. Das wird eine schwierige Entscheidung. Eigentlich nicht. Wozu würdest du mir raten? Ich frag sie mal. Ich will wissen, wie sie denkt. Diese Abstimmung ist sehr wichtig für euer Volk. Zu wem würdest du mir raten? Ich bin für fähige und rechtschaffene Führung, nicht für närrische Freunde in hohen Ämtern. Also alle außer Hunwald, meinst du? Ich liebe Hunwald wie meinen eigenen Sohn. Aber würde ich einen Stein in seine Obhut geben, hätte ich Angst. Um beide. Ich bete, dass Gott deine Stimme leitet. Und nicht der Teufel, wie ich es fürchte. Haben wir noch die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden, mit dem Rat zu sprechen? Könnte dir bei der Entscheidung helfen. Ich bin eigentlich schon sicher, wen ich nehmen werde. Aber ich möchte mal wissen, was die Leute hier denken. Und wer sind sie? Das stimmt, Herr. Hast du einen Rat für mich, ehe ich wähle? Lord Hundbjort war ein ehrlicher Mann, wenngleich manchmal leichtfertig. Ich sehe dieselben Eigenschaften auch in Hunwald. Und deswegen bin ich für ihn. Okay. Wer bist du und was ist mit dir? Du bist für König Cheolwulf hier, richtig? Ja, der König sendet beste Grüße. Wie auch immer es ausgeht, so wird es von ihm besiegelt werden. Er lernt schnell. Guter Mann. Ja, König Cheolwulf ist König über ganz Mercia. Aber die Ländereien stehen alle unter einem Tag. Wird dem Haus des stürmischen Schwans wieder zu altem Glanz verhelfen. Okay. Wie geht es, Hunwald? Meine Gebete sind inbrünstig und mein Wille ist stark, Eivor. Wenn ich Alderman werde, bringe ich Freude in den Schier. Hinter guter Führung steckt aber viel mehr als das. Man muss willensstark und hart sein und Risiken eingehen können. Natürlich, klar. Stärke, Weisheit, Tapferkeit und all sowas. Also, ich werde was mich du aus nicht dem hast. Sumpf des Mittelmaßes erheben. Keine Angst. Das höre ich gern. Er ist ein guter Junge. Ich hoffe, dass seine Frau Swanhild ihm ein wenig schleift, nicht wahr? Eine Frau hat auf jeden Fall ein Talent dafür, jemanden zu einem Mann zu machen, nicht wahr? Okay, reden wir mal mit den anderen Leuten hier. Grimm, schön, dich wiederzusehen. Wo ist der blöde Bischof? Ein herzliches Hallo, Drängar. Scheinbar gewöhnt sich Britannien an die Dänen, die an den Küsten landen. Was hältst du von diesem Elfgar? Elfgar ist ein Freund von dir, wie mir scheint. Das ist er. Er ist ein guter Mann. Aber ich habe für den Bischof gestimmt. Für den Bischof? Warum? Das ist eine Überraschung. Diese Christen lassen sich leicht herumschubsen. Sie sind so bedacht darauf, Kämpfe zu umgehen, dass sie tun, was die Dänen von ihnen verlangen. Interessant. Da ist doch dieser Ulfgar, ne? Oder Alfgar. Sei gegrüßt, Elfgar. Elfgar. Eivor, ich hoffe, es ist nicht ungeziemend, dich um Unterstützung zu bitten. Denn ich brauche sie. Du bist hier das Zünglein an der Waage. Die Wahl fällt mir schwer. Wisse, dass ich sie nicht leichtfertig treffe. Gut, gut.
Doch ich will unnachgiebig betonen, dass ich der Mann bin, der Lincolnshire zu Fortschritt und Ruhm verhelfen wird. Ich weiß deine Absichten zu schätzen. Da ist der Drecksbischof. So, mit denen reden wir auch nochmal. Ich weiß, dass du zum Orden gehörst. Ich danke dir für deine tapfere Teilnahme an unserem Schiergemot. Es überrascht mich, dass du dich für mich verbürgt hast. Ich bin selbst überrascht. Aber ich dachte, es wäre eine gelungene Prüfung für Gottes Zuversicht in mich. Also. Unter meiner Führung wird dieser Schier sich von jahrelanger Gesetzeslosigkeit erholen. Gott weiß, wie sehr ich die Menschen von Lincolnshire ins Herz geschlossen habe. Hast du das? Ich bete nun, dass er deine Hand zu leiten vermag. Ein kühner Plan, Bischof. Vielleicht sogar kühn genug, um aufzugehen. Wohl denn. In jedem Falle ist dir mein Dank gewiss. Gott sei mit dir. Ich werde meine Entscheidung jetzt treffen. Und zwar werde ich Hunwald natürlich nehmen. Ich traue den anderen beiden nicht und dem Bischof sowieso nicht. Wir wissen ja, dass er zum Orden gehört. Und dieser Elfgar, ich weiß nicht. Bei der Jagd habe ich wirklich damit gerechnet, dass er versucht hat, mich zu töten. Oder versucht, am liebsten versucht hätte, mich zu töten. Das ist alles nur eine gerissene Farce gewesen mit seinem Anwesen, was seinen Flammen aufgegangen ist. Ich glaube, er war das selber. Ich würde den Jungen nehmen. Ist er nicht stark genug, wird er von uns Dänen, von uns Verbündeten, die Stärke schon erhalten, würde ich sagen. Er braucht einfach nur starke Gefolgsleute. Jeder für eine andere Zukunft. Odin. Welche dieser Puppen wird am besten tanzen, wenn du es ihnen geheißt? Ich treffe diese Entscheidung nicht für mich, sondern für meinen Clan. Wer wird uns am besten dienen, wenn es darauf ankommt? Man kann nie sicher sein, wo man in anderer Leute Herzen steht. Triff die Wahl nur für dich selbst. Ich tue sowieso, was ich will. Ihre Stärken und Schwächen. Was Hunwald angeht. Hunwald ist nicht der gerissenste, aber er hat Geist und Herz am richtigen Platz. Das ist das. Und beides ist wichtig, wenn es darauf ankommt. Ich gebe meine Stimme Hunwald, mache ich auch. Mal zurück zu den anderen Anwärtern, kann ich mal sehen, was der zu den anderen sagt. Elfgar. Elfgar ist fähig und wohlhabend, doch leider auch arrogant. Ja. Er wäre ein guter Aldermann, aber wäre ja auch ein guter Verbündeter. Glaube ich nicht, er ist ein hinterhältiger Bastard. Zurück zu den anderen Anwärtern. Der Bischof, jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Der Bischof ist verbohrt vor lauter christlicher Frömmelei. Aber er ist der Weiseste von ihnen. Das hat er bereits bewiesen. Ich weiß das da, ja. Na gut. Ich habe meine Stimme, also meine Stimme werde ich abgeben für Hunwald. Hunwald ist nicht der gerissenste. Und er hat das Herz am rechten Fleck und das ist verdammt wichtig. Also rein da mit dem Stein. So, die Wahl ist getroffen. Mal sehen, wie die anderen darauf reagieren. Die werden ihn umbringen wollen, ne? Wer hat denn die ganzen Attentate auf den Jungen angezettelt? Hiermit wird die rechtmäßige Wahl dieses Schiergemots verkündet. Aldermann von Lincolnshire wird der Sohn unseres lieben verstorbenen Herrn, Lord Hundbjocht. Lord Hunwald von Lincolnshire. Ist er sich am Freuen, wie der Honigkuchen fährt, Alter? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch zutiefst von Herzen. Was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich vermisse meinen Vater. Ich sehe lieber ihn hier als... Aber... Nun, ich werde mein Bestes geben. Für jeden Einzelnen von euch. Erheben wir also unsere Becher. Auf unseren neuen Aldermann. Wie alle hier wissen, ist die Entscheidung des Schiergemots nicht endgültig, sondern ein Ratschlag.
Okay. Nun ist es an unserem gesalbten und verehrten König Cheolwulf, unseren Rat zu beherzigen. Wie wirken die anderen auf? Was das angeht, müssen wir uns nicht sorgen. Cheolwulf ist ein Freund von Sachsen und Dänen und wird das Ergebnis sicher bestätigen. Hinterher. Unser guter und edler Freund. War doch klar, oder? Eine eitrige Fäulnis hat diesen Schier überkommen. Eine Krankheit, für die es nur eine Heilung gibt. Bischof, was soll das? Ach, er wusste es nicht, okay. Alter Männer von Lincolnes hier, seid standhaft! Für den Ruhm der Ältesten! Lasst niemanden am Leben! Kranker Typ. Okay, los geht's! Wow, der Hirtenstab hat sich offenbart. Komm mal, Junge, zeig, was du kannst. Boah, leck das! Leute, es leckt so verdammt krass. Da Chance habe ich, flieg gleich raus. Es muss noch einiges getan werden an dem Spiel. Einiges. Hab dich. Bischof, was bezweckt er damit? Ups, ich hab irgendeinen Zivilisten gekillt. Ja, wenn ihr im Weg steht. Alter, war das richtig am Lecken, wa? Ich hoffe, dass die Aufnahme halbwegs okay ist. Ist das dieser Elfgate? Oder? Der ist tot. Finde die, die noch atmen. Animus? Warum bin ich desynchronisiert? Scheiße. Polier dir den Arsch schon, Wald. Der Sitz des Aldermanns gehört dir. Ich schlage vor, keine Zeit zu verlieren und diesen Kreuzwichser zu schnappen. Er kann nicht weit sein. Da darfst du gar nicht drauf glauben, mit diesem Desynchronisieren. Wir sollten zuerst die Toten beisetzen, oder? Das entscheidest nun du, Alter. Muss ich sagen, das ist deine Entscheidung. Ja, natürlich. Wir bestatten die Toten, dann trommeln wir eine Furt zusammen. Ich werde mir den Bischof holen. Fehlen die Worte. Ein wohl respektierter Mann Gottes. Wohl eher ein Diener des Teufels. Ich werde für diese Märtyrer beten und mich um die übrigen Verwundeten kümmern. Bis zum Letzten. Alles Gute, Acha. Dir auch, Eivor. Möge Gott oder auch deine Götter dich beschützen. Ich bin dankbar, wenn jeder Gott mich hier beschützt. Alles klar, gut. Schwertregen in eine Kästa. Sprich mit dem neuen Aldermann. Auf jeden Fall. Wir wissen jetzt, dass Herefried nach dem Massaker zur Feste von Anneke. Eine ziemlich große. Sie wartet auf deine Befehle, Eivor. Du meinst deine Befehle, Aldermann? Muss schon sagen, warum auf meine? Meine Befehle. Die lauten nämlich wie nochmal genau? Wer weiß das schon? Reiten wir zusammen zum Lager und finden es heraus. Immer mit der Ruhe. Folge Hunwald. Nicht so Fuß, Junge, reiten. Herefried war ein Freund meines Vaters, dem ich immer vertraut habe. Ich
verstehe nicht, was in ihn gefahren ist. Ehe seine Leute angriffen, sprach er vom Orden der Ältesten. Ich weiß genau, was in ihn gefahren ist. Jo. Wirklich? Das erzähle ich ein andermal. Das wird Wellen der Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Herefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn noch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Du wirst seine Sache schon noch gut machen. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Lincoln es hier gerettet ward, wird dein Name in jeder Zeit erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereithält. Ach, dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen, mit Eivor an unserer Seite. Wie hat Acher all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie kurz. Sie war sehr niedergeschlagen, aber sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen von einem Mann, der Gottes Stellvertreter sein sollte. Tja, aber so ist es, ja. Hier ist das Lager, siehst du? Fürth wird bald bereit sein. Na, reden wir doch mal mit dem. Die Fürth ist bereit für die Schlacht. Eivor, was sagst du? Können wir mit den hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen? Wenn ich Vorarbeit leiste, ja. Als wären sie doppelt so viele? Vielleicht. Und gäbe es in Valhall auch Platz für einen stürmischen Schwarm? Ganz sicher. Lass dein glorreiches Banner wehen. Ja. Also, sind wir bereit? Beginnen wir den Angriff. Nein, wir brauchen keine Zeitvorbereitung. Ich hau direkt durch. Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Sie sollen Mehl trinken und Ruhe. Okay, der hat das allein und übersprungen. Ja, super. Voll klasse, finde ich das immer. Okay, wir haben jetzt keine Vorbereitung getroffen von wegen Versorgung abschneiden oder diese Routen und Ölkessel vernichten, Sabotagen. Wir gehen direkt rein in den dicken Kampf. Mit dieser kleinen Horde Sachsen. Aber ich denke mal, dass ihr Wille stark genug sein wird gerade jetzt. Anekester, der Bischof hat sich dort irgendwo verschanzt. Wir werden ihn uns holen. Oh, sieht doch ganz nett aus, ne? Komm mal hin, komm mal hin. Gebt euer Bestes, ich gehe schon mal rein. Mit deinem Rambock. Hey. Ich sollte mich darum kümmern. Ich hab die gerufen, damit die Leiter hochheben. Mit aufstellen, komm schon, ich will da hoch. Ist das geil. Sowas hatten wir noch nicht gehabt. So, ich werde mal kurz hier meinen Zorn freien Lauf lassen. Bis das Spiel wieder abkracht. Er hat ein schönes Schwert. Ah, und er hat einen Riesenhammer. Okay, ich halte mich jetzt nicht an die auf. Ich werde sie reinlassen. Ich muss das Tor öffnen, wenn die das nicht schon gemacht haben. Scheint aber so. Alles klar, zerstöre die Sperre. Machen wir. Dort ist so ein Fässchen. Tragen, Sprengpfeile reichen da nicht aus. Schade drum, das müsste aber reichen.
Alles klar. Okay, schieß auf die Bindeglieder, um die Zugbrücke runterzulassen. Dann machen wir. Weg mit dir! Runter mit dir. Alles cool. So. Bindeglied. Und Bindeglied. Und rein da. Finde den Bischof Ehrefried und töte ihn. Werden wir tun, der ist bestimmt da oben drin. Ehrefried ist wahnsinnig. Da hat überall hier Leichen aufgeknüpft, der kranke Typ, Alter. Du, sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich der elende Feigling. Lass niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Wir gehen rein. Hab dich. Die Tür wird mit Sicherheit zu sein. Aber natürlich. Aber es gibt bestimmt einen Weg von oben irgendwie rein. Das sieht gut aus. Halte ein, mein Lord, bitte. Unsere Schlacht. Wo bist du, Bischof? Jawohl. Easy. Die Leute hier, die lassen wir in Ruhe. So. Ausgeschaltet. Sehr schön. Vielleicht hat er gleich noch was zu sagen. Im Beisein von Odin. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Alles klar, wir haben wieder einen ausgeschaltet. Und vor allem schalten wir wieder einen neuen frei. Und zwar einen Oberältesten. Sehr schön, Leute. Die Leier hat sich ausgeleiert. Nee, das ist Tedfrid. Das ist der Nächste. Aber ein Orchester ist abgeschlossen. Die Leier ist einer von den Ältesten. Wunderbar. Da müssen wir direkt mal reingehen und gucken, Leute. Der ist tot. Und der hat sich offenbart. Tedfrid. Er befindet sich oft auf dem Marktplatz. Das ist der Musikant von Grantabrick. Alles klar. Ziel markieren. Oh, wir gehen jetzt erstmal hier raus. Es wird Zeit, dass wir hier das mit diesem Schier beenden. Ne? 80 Meter in die Richtung. Sprich mit Hunwald. Eivor, ist der... Ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen. Aber Acher wird erst trauern müssen. Du hast gut gekämpft, stürmischer Schwan. Sei in den kommenden Wochen vorsichtig. Nun beginnt dein härtester Kampf, alter Mann. Ich nehme mal das erste, vielleicht gibt ihm das etwas mehr Mut, ne? Gut gekämpft, stürmischer Schwan. Endlich mal ein paar Narben auf deiner Jünglingshaut. Ja, aber sie werden heilen. Ich bin stärker denn je. Jetzt führst du Lincoln Schier an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Der hat automatisch die letzte Sache. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr.
Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Swanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Wirklich? Dass ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Klar doch. Danke, mein starker Berserker des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Okay. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Also wird seine Geliebte vorerst bei uns in der Siedlung leben. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Das werden wir machen. Alles klar. Wir werden wieder mal bei Randvi Bericht erstatten und uns dann eine neue Ortschaft klar machen. Es war kein Abfall und ich wollte es noch benutzen. Bitte, beruhigt euch. Darf ich jetzt schon wieder zwischen kleine Streitigkeiten hier entscheiden, wie bei den zwei Typen mit dem Pferdeschwanz und dem Pinsel? Randvi, was ist los? Noch ein Streit, fürchte ich. Und okay. Holger scheint wieder der Auslöser zu sein. Wirst du ein Urteil sprechen? Schon wieder der. Urteile obliegen dem Jarl. Das ist wieder Sigurds Aufgabe. Ja, er ist doch wieder da. Er weigert sich, sein Quartier zu verlassen. Nur du kannst ihn würdig vertreten. Ich finde, Randvi, dass du das auch könntest. Bitte, nur bis Sigurd zu alter Stärke zurückgefunden hat. Gut, dieses eine Mal. Ich finde, Randvi sollte das hier alles managen. Holmgar, tretet vor. Ihr werdet eure Sicht schildern und ich werde euch anhören. Ich fälle so schnell es geht ein Urteil. Okay. Holmgier war derjenige, der den Schwanz abgeschnitten hat von dem Pferd. Okay, du, wie verteidigst du dich? Erstmal Gudrun, erkläre Gudrun, dich. Gudrun, sprich du bitte. Ich wurde bestohlen, Eivor. Mein Eigentum wurde zerstört. Vor 3 Tagen bemerkte ich, dass ein Segeltuch fehlte. Ich suchte in der ganzen Siedlung danach. Als ich an Holmgers Haus vorbeikam, sah ich es. Ausgestellt und, was noch schlimmer war, kaputt und voll mit Kritzeleien. Ja, er ist ein Künstler. Holmger, Ruhe! Du kennst die Regeln dieser Verhandlung ganz genau. Nun, Gudrun, was hast du getan, nachdem du das Segeltuch entdeckt hattest? Ich habe ihn zur Rede gestellt und Silber verlangt. Denn ein Segel voller Zeichnungen kann ich nicht verkaufen, oder? Ich wollte nur den Wert des Eigentums, das man mir entwendet hat. Doch er weigerte sich. Also nahm Holmger, was dir gehört, und beschädigte es. Nun willst du für das Tuch bezahlt werden. Verstehe ich das richtig? So ist es. Holmger, wie verteidigst du dich? Hast du schon wieder Mist gebaut? Holmger, wie verteidigst du dich? Vor einigen Tagen fand ich einen Berg von vom Schimmel zerfressenem Müll am Anleger und nahm, was ich tragen konnte. Ich wollte es als Leinwand nutzen, verstehst du? Als Grundlage für meine neueste Arbeit. Das Segeltuch war in schlechtem Zustand und so nahm ich auf den ersten Blick an. Nun ja, man hätte es eben weggeworfen. Ich verstehe. Das ist also ein Missverständnis. Ich verfolgte ihre Ziele, Eivor. Wäre ein Dieb so dumm, die Früchte seiner Tat auszustellen? Wohl kaum. Und doch steht sie hier und behauptet, ich hätte ihr Eigentum gestohlen und zerstört. Dabei nahm ich nur Müll mit. Unsinn. Mein einziges Verbrechen ist wohl, dass ich etwas Hässliches mit neuem Leben erfüllt habe. Aha. Du denkst, Gudrun hätte etwas weggeworfen und fordert nun unrechtmäßig Ersatz. Ganz genau. Ja. Wenn man Sperrmüll vor die Tür stellt und jemand und anmeldet und jemand nimmt sich davon einfach was weg, weil er es noch für brauchbar hält, ist es vom Prinzip her Diebstahl. Es sei denn, man bekommt die Erlaubnis, aber er hat noch nicht um Erlaubnis gefragt, schon wieder nicht. Er hat einfach wieder eigenmächtig gehandelt, auch wenn es in seinen Augen Müll war. Herr Gudrun hat das jetzt aber nicht gesagt, dass es sich dabei um Müll handelte, ne? Ich habe aber auch keine Möglichkeit, nochmal danach zu fragen. Ich finde, er hätte sie fragen können. Man kann doch fragen, wenn man irgendwas von jemand anderes haben will, mitnehmen will. Ob es ein Pferdeschwanz für einen Pinsel ist oder Müll aus einer Tonne.
Es reicht, ich habe genug gehört. Ich hätte das Tuch verkaufen können. Holmgar hat mich meiner zukünftigen Gewinne beraubt. Es war Müll. Doch jetzt ist es Teil von etwas Größerem. Wenn überhaupt, habe ich seinen Wert erhöht. Du solltest mir danken. Dann verkauf du es und teil den Gewinn. Ich werde dir sagen, wie dankbar ich bin. Ruhe, lass mich sprechen. Gudrun hat recht, Holmgar hat recht, Aussage erneut anhören. Nein, Gudrun hat recht. Wenn überhaupt, hat sie recht. Weil er Holmgar wieder mal nicht gefragt hat. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluss... Das geht hier vor sich. Ich wusste es. Er wird kommen und ein Problem mit haben. Ich suche nach einer Lösung. Diese Pflicht obliegt mir, Eivor. Das weißt du. Geh beiseite. Du warst nicht hier, Bruder. Ich wollte dich nicht stören. Eine schwache Entschuldigung für deinen Ungehorsam. Ich hoffe, du hattest Spaß. Hast du fertig gesungen, verehrter Skalde? Mein Jahr. Wie gesagt, ich... Halt! Es reicht. Ich habe genug gehört, um ein Urteil fällen zu können. Schon seit ich dich kenne, hast du Worte zu Lügen gesponnen, Holmgar. Du schwächst den Verstand der Kinder und vernebelst den Geist der Männer. Ich war viel zu lange gnädig mit dir. Und statt dich mit unterwürfiger Sanftmut zu bedanken, sinkst du als Holmgar der Lügner noch tiefer. Nun bist du Holmgar der Dieb und bringst eine Frau um ihre Lebensgrundlage für deine dummen Geschichten. Ja, Sigurd, nein, das ist nicht... Dies ist die Konsequenz deiner Taten. Du wirst Gudrun den 30-fachen Wert ihres Segeltuchs begleichen. 30-fach? Du scherzt sicher. Das wäre mein Ende, Sigurd. Sehe ich aus, als würde ich scherzen, Holmgar? Wähle Schuld oder die Verbannung. Großer Jarl, wenn ich darf. Ich möchte nur ein einziges Segeltuch ersetzt haben. Der Rest ist... 30-fach. In Silber. Das ist mein Urteil. Eivor, bitte. Selbst Gudrun findet das viel zu krass. Das Urteil ist ungerecht. Ich unterstütze Sigurds Urteil. Ach, Leute. Dass es jetzt so eine Entscheidung wird. Es ist ungerecht, auf jeden Fall. Sigurd, es ist sein Stuhl. Aber ich darf doch trotzdem meine Meinung kundtun, oder nicht? Ich unterstütze Sigurds Urteil, das ist zu viel. Nein. Sigurd, Bruder, hin oder Jarl, hin oder her. Dieses Urteil ist ungerecht. Sigurd, die Strafe muss der Tat entsprechen. Dein Urteil ist grausam und ungerecht. Ja. Grausam und ungerecht? Oh nein. Nein, du missverstehst da etwas. Ich entscheide, was gerecht und ungerecht ist. Ich bin dein Jarl, die Quelle von Recht und Unrecht. Ich allein richte an diesem Ort. Ohne Rang, ohne Ordnung, ohne eine Befehlskette überdauert kein Leben. Dann regiert das Chaos. Verstehst du? Du bist mein Bruder und mein Jarl. Ich stehe hinter dir. Doch im Angesicht dieser Ungerechtigkeit muss ich sprechen. Hast du nicht gelernt, wann es Zeit ist, den Mund zu halten? Widersetz dich nicht jenen, die klüger sind als du. Bist du mein nicht. Urteil steht fest. Der 30-fache Wert des Segeltuchs. Dabei bleibt es. Hab Dank, dass du uns angehört hast. Du sorgst dafür, dass meinem Urteil Folge geleistet wird. Das kannst du vergessen, du Arschloch. Sollte ich noch einmal benötigt werden, weck mich. Sigurd. Vielleicht ist gut. Vielleicht ist diese Gurtum doch ein wenig nachsichtiger mit ihm, ohne dass der Sigurd das mitbekommt. Aber er zeigt Einsicht. Ich möchte dir für dein Urteil danken, Eivor. Dass du eingesprungen bist, als Sigurd es nicht konnte. Trotz allem, was geschah. Okay. Armer Mann. So wütend und waghalsig kenne ich ihn nicht. Siehst du diese Seite häufiger? Selten. Es gab Augenblicke, in denen er angespannt war. Besorgt, ängstlich. Aber nicht so. Niemals, jemals so.
Das ist erst seitdem er von in Volkers Gefangenschaft war. Wir helfen, seine Wunden zu heilen. Wenn es nicht zu spät ist. Währenddessen sollten wir weiter vorandrängen. Lincoln Nashir ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincoln Nashirs. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, ja. Sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Er ist ja noch kein starker Anführer, aber er ist einer mit Herz. Und das lassen wir einfach mal so durchgehen. Ne? Es ist ja auch nicht unser Land. Es ist schön, mit denen verbündet zu sein. Gloucester Shire haben wir. Dann haben wir hier oben York oder Eoforwick. Snothingham Shire mit 250er Stärke. Das müssen viele. 220er. Und Eastsexe, das werde ich als nächstes tun. Was ist mit Eastsexe? Wir haben einen Ruf vom Aldermann Colencasters erhalten. In einer Angelegenheit von größter Verschwiegenheit wurde nach dir persönlich gefragt. Sehr geheimnisvoll. Und wer ist dieser Aldermann? Ein untergebener König Alfreds? Meinen Spähern zufolge ist er ein Mann, dem es eher um seinen Genuss als die Sicherheit seines Volkes geht. Geh mit Bedacht vor. Ich werde mich Eastsexe angeloben. Dann haben wir den ganzen südlichen Teil, bis auf Westsexe, ne? So weit abgegrast, das ist richtig krass. Ich breche sofort auf. Ein Bündnis in Eastsexe wäre höchst wertvoll, aber sei vorsichtig. Das werde ich in der nächsten Folge tun, Leute. Ich beende die Folge hier an dieser Stelle. War auf jeden Fall wieder sehr ereignisreich. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.